Wisst ihr was? Ich hasse den Eisenthron. Der hat mich und meinen Laden gebracht und um mein Geld und um meine Frau noch obendrein. Entschuldigung, jetzt habe ich nichts mehr außer diesem Fuß hier. Wenn ich daran denke, dass ich mal für den Sachhaufen gearbeitet habe. Fahrt fort, worüber wollt ihr mit uns reden? Also, ich wollte mit euch über den Eisenthron reden. Ich habe für diese Schweine gearbeitet und ich weiß alles darüber. Fragt mich, was ihr wissen wollt. Na gut, Husam, wer sind die Anführer des Eisenthrons? Die Anführer des Eisenthrons? Ha, da wäre erstmal Rielta Anchev. Das ist der Obermotz, den haben die Obermütze drunten in Sembia geschickt. Auf seinem Mist ist die ganze Operation gewachsen. Dann sind da noch die beiden anderen Typen, Brunus und Taldorn. Brunus ist ein großer, dämlicher, versoffener Halborg, der die ganze Zeit kotzt, weil so ein Mischling wie er halt keinen Suff verträgt. Taldorn ist eine Schwuchtel. Oh ja, fast hätte ich ihn vergessen. Zarevok, der Sohn von Rielta, richtig fieser Typ, der. Reicht das, Leute, oder wollt ihr noch etwas wissen? Wie sehen die Pläne des Eisenthrons aus? Die Pläne des Throns? Also, die wollen Geld scheffen, die Gierhälse, nichts als Geld. Aber eins weiß ich, die Anführer, die drei ganz großen Tiere, die gehen nach Kerzenburg. Jawohl, da passiert was ganz Großes, was richtig gigantisch ist. Ich bin jetzt müde, muss nach Hause gehen, schlafen. Wenn ihr mal wieder braucht, ihr findet mich in der Taverne Elfgesang. Macht's gut. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Untersuchung des Eisenthrons. Laut Husan heißen die Anführer des Eisenthrons Brunus, Taldron und Rielta. Der Husan hat mir erzählt, dass die Anführer des Eisenthrons nach Kerzenburg gereist sind, aber sie wissen nicht, aus welchem Grund. Husan erzählte uns, dass wir in der Taverne Elf. Dass wir ihn in der Taverne Elfgesang finden können. Obwohl er ein betrunkener Schwätzer ist, scheint er eine Menge zu wissen. Ich wollte gerade auf ihn losgehen, da lässt er die Beute fallen und rennt davon. Na, dem Finsterpirscher. Ja, wer weiß schon, wer ihr seid. Die neuen Kollegen vermute ich mal. Keine Ahnung, was das nun wieder soll. Es gibt hier mehr als genug Leute, die ihr Diebeshandwerk von der Typik auf gelernt haben. Alatos bräuchte sich nur mal umzusehen. Ich wäre dafür, dass wir erstmal einen kleinen Test mit euch machen, bevor ihr irgendwelchen Unfug anstellt. Wie sieht's aus? Ich werde jeden Test bestehen, den ihr stellt, und noch mehr. Ihr werdet mich mit euren Spielen nicht in Verrufung bringen. Wir finden schon früh genug heraus, ob du was taugst oder nicht. Heute Nacht lassen wir dich erstmal Schmiere stehen. Ich und Redetsche kümmern uns um den Reis. Zielobjekt ist das Haus bei feinen Leuten, gleich neben dem feiernden Stör. Du kriegst ein Drittel von Gold. Wenn alles klappt, folgen demnächst weitere Aktionen. Alles klar? Eine bessere Art, die Nacht zu beschießen, hätte ich mir in diesem Leben nicht träumen lassen, mein Freund. Wo wollen wir uns vorher treffen? Ich wäre ein bisschen mehr daran interessiert, wenn der Preis etwas höher ausfallen würde. Kleine Einbrüche sind nicht mein Gebiet. Ich habe wichtigere Aufträge. Na, ein Drittel ist vielversprechend. Aus dir spricht der Dieb mit Leidenschaft. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang gegenüber vom Stör. Aber komm allein und lass die Rasselbande zu Hause. Das macht nur die Wache nervös. Narlands Fischzug. Ein Dieb aus meiner Gruppe soll Narlen Finsterpirsch beim Gasthaus zum Fall des Stör treffen. Der Rest der Gruppe muss außer Reichweite sein, sonst beachtet Narlen das Geschäft, das gibt Platz. Nach dem Treffen geht's zum Haus der dem Malon Blades. Er und sein Partner Redetsch werden in das Haus gehen, während unser Dieb draußen Wache schiebt. Wenn etwas schief geht, muss unser Dieb die anderen warnen und sich aus dem Staub machen. Niemand darf verletzt werden, insbesondere niemand von der Stadtwache. Wenn alles gut geht, treffen wir uns bei der Giebesgilbe wieder und planen das nächste Ding. Okay. Was hat das mit Rezar auf sich? Tut mir leid, aber ihr müsst sterben. Lasst mich in Frieden. Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Ich bin ein Gesandter der mächtigen Nation von Halrua. Und wenn euch euer armseliges Leben lieb ist, dann geht mir schleunigst aus dem Weg. Willkommen, meine kleinen Freunde. Ruht euch aus und behaltet eure Waffen bei euch. Es besteht kein Anlass zur Feindseligkeit. Ich muss mich für Niklas betragen, entschuldigen. Übermäßige Zuvorkommenheit steht einer Diebesgilde sicherlich nicht an, doch man muss die Leute nicht um jeden Preis gleich vor den Kopf stoßen. Ich bin Alatos Tuibult,
Doch würde ich euch bitten, das nicht allzu oft zu erwähnen. Ihr seid Brenno hier, das ist mir bereits bekannt. Ich kenne euch so gut wie jeden in Baldur's Tor. Ihr seid erst seit ein paar Tagen hier und ihr habt bereits für viel Aufsehen gesorgt. Wollt ihr mir etwas sagen oder soll ich nur euren dummen Träumereien zuhören? Euer Interesse an mir ist sehr speichelhaft, doch stelle ich eure Absichten in Frage. Das ist eine ziemliche Ehre, dass einer wie ihr an meinen Reisen interessiert seid. Ich stelle eure Absichten in Frage. Es ist durchaus nicht meine Absicht, euch Honig ums Maul zu schmieren. Ihr sollt nur wissen, dass ich euch seit eurer Ankunft in der Stadt habe beobachten lassen. Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Es geht um einen kleinen Auftrag, für den ich Leute benötige, die hier noch nicht so bekannt sind. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr unter den Mitgliedern einer Diebesgilde viele zu finden sind, die zu allem fähig sind, was man von ihnen verlangt. Die Gefahr erkannt zu werden, ist von geringer Bedeutung, wenn man fähig ist, sich unsichtbar zu machen. Warum braucht ihr uns? Wir sind weder an eurer Organisation interessiert, noch daran, für sie zu arbeiten. Tut mir leid, aber ihr müsst euch woanders umsehen. Was genau sollen wir tun und wie hoch ist die Belohnung für unsere Dienste? Wie gut könnt ihr bezahlen? Die Sache, um die es sich dreht, ist eine recht verzwackte. Es gibt hier einen Zauberer namens Shandala. Der wohnt in einem am Boden verteuten almoranischen Himmelsschiff. Offenkundig verfügt er über die notwendigen Kenntnisse zum Bau solcher fliegenden Wunder und steht derzeit mit Großherzogin Lia Janav in Verhandlung über den Verkauf der Rezeptur. Um die Schiffe in der Luft zu halten, benötigt man offenbar dreierlei. Der leitet zu einem bestimmten Ritus, ein urgeschichtliches Bruchstück sowie eine antike Statuette. Für die Dauer der Verkaufsverhandlungen hat er diese Zutaten bei seinen Töchtern hinterlegt. Ein Vertreter der Harluraner wandte sich an mich. Man ist doch nicht sonderlich erpicht darauf, dass in sämtlichen Häfen Unmengen von Wolkenschiffen gebaut werden. Eure Aufgabe besteht darin, den Ort der Übergabe herauszufinden, euch heimlich dorthin zu begeben, die Zauberzutaten zu stehlen und sie mir zu bringen. Im Grunde gar nicht weiter schwierig, ihr sollt gut dafür bezahlt werden und mehr Gold erhalten, als ihr tragen könnt. Sowie als Dreingabe, wenn alles zu meiner Zufriedenheit verläuft, eine Zauberwaffe oder vielleicht auch zwei. Es kommt ganz auf euch an. Scheint mir ein recht unkomplizierter Einbruch zu sein, der für uns leicht auszuführen sein müsste. Wir nehmen diese Herausforderung an und hoffen, sie wird unseren Stand innerhalb der Gilde verbessern. Nicht genug, gibt uns einen festen Preis und die Hälfte davon im Voraus bar auf die Hand. Wir wollen nicht im Ungewissen darüber sein, was bevorsteht, wenn die Aufgabe erledigt ist. Nehmen wir mal die 1. So ist recht, da wir nur eure Zustimmung haben, stehen wir ganz zu eurer Verfügung. Ihr könnt von allen Einrichtungen der Gilde nach Belieben Gebrauch machen. Lasst die anderen Mitglieder von eurer Anwesenheit wissen. Sag ihnen, dass ihr meine Erlaubnis habt, dann lauft ihr nicht Gefahr, dass sie euch beim ersten Augenblick töten. Für eure Mission habt ihr einen 10-Tag Zeit. Von meinen Kundschaftern weiß ich, dass die Übergabe der Zauberelemente an die Herzogin heute in 10 Tagen im Haus des Oberon erfolgen wird. Euch stehen also mehrere Möglichkeiten offen. Ihr könnt eine der beteiligten Parteien unmittelbar dazu überreden, euch die Dinge auszuhändigen, oder ihr könnt sie ihnen unter der Nase wegstehen. Viel Glück. Oh je, viel Text. Alatos und die Diebesgilde. Alatos Trübult hat mich für einen Raubzug angeheuert. Ich soll in das Haus von Oberon eindringen und diverse magische Gegenstände stehlen, die von drei Töchtern Shandalas gehütet werden. Es handelt sich um die Zutaten eines haluranisches Flugschiff. Und die Haluaner wollen ihre Geheimnisse bewahren und die Gegenstände gestohlen haben. Alatos schlug vor, dass ich entweder die Töchter überzeugen sollte, die Gegenstände herzugeben, oder diese unter ihrer Nase verschwinden lassen sollte. Es sind folgende Gegenstände: ein Zauberbuch, das die nötigen Rituale beschreibt, eine kleine Statue unbestimmten Ursprungs sowie ein Fragment eines mächtigen Artefakts. Ich soll zur Diebesgilde zurückkehren, wenn sich die Gegenstände in meinem Besitz befinden. Gut, da haben wir uns wieder was aufgehalst.
wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, nächste Haltestelle 11, Gesang. Gut, ein 10-Tag sind 10 Tage. Das ist ein bisschen Zeit, die wir haben. Was willst du? Und da kommt schon einer angelatscht, der was von uns will. Hey, ihr seid alle Kämpfer, Magier und Monstertöter, wie? Wir mögen alle nicht Kämpfer oder Magier sein, aber jeder von uns hat schon ein Monster in einem Todeskampf, in seinen Todeskampf geschickt. Warum fragt ihr? Nein, mein Herr, wir sind Reisende, die zur Sicherheit Waffen tragen. Nehmen wir die als. Entlang der Straße sind wir Räuber aller Arten, doch am schlimmsten sind die Hobgoblins. Tut uns auch den Gefallen und durchbohrt sie mit dem Schwert. Ihr braucht nur zu fragen. So, Husam steht hier rum, Brevlik und der Schankwirt. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier sind private Tische. Dankchen, Leute. Schön, dass ihr euch mal wieder blicken lasst. Und wie steht's? Ich traue mich, wetten, ihr wollt noch mehr über den Eisenturm wissen. Ja, wir möchten alles hören, was ich zu erzählen habe. Ihr müsst unbedingt zu ihrem großen Hauptquartier hin. Da planen sie ein ganz dickes Ding, das kann ich euch sagen. Und tschüss. Was ist mit Brevlik? Hallo, guten Tag. Dürft ihr vielleicht ganz kurz um eure geneigte Aufmerksamkeit bitten? Oh, das ist ganz schön interessant. Wie? Oh, Moment, ihr findet das wahrscheinlich nicht. Ihr kennt wohl sowas schon. Wie soll ich mich ausdrücken? Ihr sucht bestimmt Arbeit. Will sagen, ich hätte da was für euch. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hätte da einen kleinen Auftrag für euch sozusagen. Einen Auftrag. Aber oberste Geheimhaltungsstufe, wie man wohl in euren Kreisen zu sagen pflegt. Sprecht euch aus, mein Herr, dann kann ich vielleicht verstehen, was ihr meint. Verstehe ich euch richtig? Ihr wollt, dass ich etwas tue, worüber ich nicht stolz berichten kann? Ich bin nicht so einer, den man aus einer Schenke anheuern kann. Ich habe anderes zu tun. Schert euch weg. Sprecht aus. Ich würde eure Fähigkeiten gerne für einen speziellen Dienst in Anspruch nehmen. Selbstverständlich verlange ich nichts Ungehöriges von euch. Nun ja, ein klein wenig Ungehöriges am Ende vielleicht doch. Oder sagen wir eher ungesetzlich. Illegal, hä? Was springt für mich dabei raus, ein solches Risiko einzugehen? Nichts da, mein Herr. Seid dabei, dass ich euch nicht der Wache ausliefere. Ich höre, doch meine Ohren sind in letzter Zeit schlechter geworden. Vielleicht sollte ich sie mit dem Klingen von Münzen einmal testen. Wie ist die Lage, kleiner Freund? Illegal. Was springt für mich raus? Kommen wir also mit der angemessenen Ernsthaftigkeit zur Sache. Zweifelsohne seid ihr unter allen Strauchritter die edelsten. Daher sollt ihr für die Beschaffung eines einzigen Gegenstands 500 Goldmünzen halten. Aber kein Blut vergießen und wirklich nur den einen Gegenstand. Verwegen des Banditentum. Ganz wie in Badenliedern besungen. Ich habe keine Lust, von einer Gefängniszelle aus berühmt zu werden. Schert euch mitsamt eurem Angebot zum Teufel. Ihr könnt aufhören, mich begeistern zu wollen. Ich bin interessiert. Sagt einfach, worin der eigentliche Auftrag besteht und warum ihr bereit seid, ein solches Risiko auf euch zu nehmen. Oh, es handelt sich um ein wundersames Schmuckstück. Ein höchst erstaunliches, kleines Spielzeug aus dem fernen Land Tan. Wie ist es doch gleich noch? Oh ja, ein Teleskop. Ausgerechnet so nennen sie es. Welche irreführende Bezeichnung für ein Artefakt von solch ausnehmender Kunstfertigkeit. Goldenes Fernschweif, Sonnengleichen. Das wäre ein Name, der seiner hohen handwerklichen Güte angemessen wäre. Man findet dergleichen dieses des Meeres ohne Spuren nicht ein zweites Mal. Die meisten Gnome sind in gewisser Weise auf Edelsteine fixiert, doch ich teile die Vorliebe meines Volkes nicht. Ich ziehe den Glanz des Metalls und die Feinheit des Mechanischen vor. Zwar verstehe ich nur wenig von der Funktionsweise, doch halte ich es dennoch für eine Sünde, ein solches Stück einfach wegzuschließen. Oh Mann, so ist Text. Es ist zum praktischen Gebrauch bestimmt, dazu, dass es von liebevollen Händen gehalten wird. Und wenn diese Hände nur zufällig in meinen sind, umso besser. Das Teledingens wird im Haus der Wunder zur Schau gestellt
und würde ein anderer es besitzen, so könnte man es vielleicht kaufen. Sicherlich wisst ihr, dass das Haus der Wunder zum Hohen Haus gehört, dem Tempel des Gond. Der ist der Gott der Handwerkskunst und des Erfindergeistes. Und daher verehren seine Anhänger alle mechanischen Gerätschaften und wollen sich um keinen Preis von ihren Reliquien trennen. Sie erweisen damit der Technik einen Bärendienst, wie ich finde. Indem sie die Gerätschaften hinter verschlossenen Türen halten, verhindern sie, dass verständige Hände ihre Finesse erkunden. Das Teledingsbums ist nicht dafür gemacht, dass welche religiösen Eifer ihren Götzendienst darum veranstalten. Es gehört in die Hände von jemandem, der es wirklich zu schätzen weiß.